servus und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, letzte Woche ist kein Video gekommen, wie ihr festgestellt habt. Ganz einfach, das Wetter war so beschissen und irgendwie hat auch die Zeit gefehlt, dass ich irgendwas mache. Ich habe das Viech da fertig gemacht und ja, ein paar andere Kleinigkeiten. War auf jeden Fall nichts, was sehenswert war. Das hätte ja an Scheißflock gehen, so wie es ist. Aber die Wochen gibt es wieder was zu sehen. Ja, ich habe am Mittwoch Post gekriegt. Die war allerdings jetzt bis heute bei meinem Vordertrainer auf der Arbeit gestanden, weil da habe ich sie liefern lassen. In diesem Sinne einen herzlichen Dank an den Kevin. Der. Wie heißt sein Kanal? Zfix. Ich gucke mal nach, wie er heißt. Den verlinke ich euch. Da könnt ihr auch mal gucken. Der macht auch wegen YouTube. Der hat für mich ein paar Reifen gehabt und ein paar Einzelteile noch. Auf jeden Fall, ja, an den herzlichen Dank. Ich habe ein paar Reifen für mein Foss gekriegt. Tada! Ja, drei Stück. Wieso drei Stück? Wo ist da plus zwei am Foss? Ja, er hat drei Reifen vor dem Kibbel gehabt. Das sind starker Reifen. Ich glaube 16-logig oder irgendwas. Also auf jeden Fall ein wenig massive. Halten ein wenig was aus. Drei hat er gehabt, die recht gut sind. Auf jeden Fall deutlich besser als meiner. Meiner, wenn es da Wasser oder allgemein, wenn das Foss befüllt ist, die schauen auch schon, naja, wenn sie ein wenig Balken anfangen, dann siehst du gewaltiger Riss in die Flanken drin. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann irgendwann einmal Bumm macht und dann guckt der Schlauch raus. Das Risiko will ich nicht. Neuer Reifen habe ich geguckt, hätte ich kaufen können. Kosten zwei Reifen um die 360 bis 400 Euro. Ist die Reifengröße 12,5, 80, 18. Aber erst überlegt habe ich mir, welche auch kaufe. Und dann hat aber eben der Kevin gesagt, der hätte welche für mich, wenn ich sie haben möchte. Und die sind, ja, gut beieinander. Sagen wir es mal so. Die haben da dann natürlich ganz leicht oberflächliche Rissler drin. Das sind aber sehr gute Reifen, die halten auf jeden Fall einige Jahre. Zumindest bei dem, was ich vorhab. Die waren auf einem großen Kibbel bei ihm drauf. Bei mir kommen sie aufs Odelfessler, aufs Mistlachenfessler. Das Mistlachenfessler hat maximal ein Gesamtgewicht von 3,6 oder 4 Tonnen. Ich jetzt lügen, nach 4 Tonnen waren es, glaube ich, Gesamtzahl. Und 3,6 Kubikmeter passen rein. Also ja, kommst du auf 4 Tonnen Gesamtgewicht. Zwei Reifen, das brauchen wir nicht drüber diskutieren und die halten bei mir ewig. Die gehen auch nicht kaputt. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, teuer waren sie auch nicht. Genau, dann kommen auch die drauf. Er hat mir auch noch was anderes mitgeschickt. Ich habe ja am Foss leider Gottes nur einen Prallteller. Und der Prallteller ist ja nicht mehr erlaubt. Das da ist ein exakt Breitverteiler. Ja. Ihr seht aber schon, das Ding ist ein wenig euch massiv. Wenn jetzt eigentlich auch das Lachen anfangen, wie willst du denn das an deinem Foss noch machen? Ja, an meinem Foss passt der definitiv nicht. Das ist mir klar. Aber ich habe da schon so ein wenig eine Idee, denn ja. Muss ich auch mal gucken. An 45 Grad Bogen eventuell in 3 Zoll organisieren, also ein Rohrstück, das quasi dieselbe Form da hat, mit V- und M-Teil. M-Teil, das ist das mit hier Schnappverschluss wie du hü. Das Ganze aber in 3 Zoll, also halb so groß. Und dann das Ganze drum da sauber weggeschnitten, auf das 45 Grad Rohrstück drauf, schwarzen um. Ja, die Düsen da, muss ich halt auch mal gucken. Das muss ich auch mal sehen. Irgendwie und sowieso, das war schon wann. Bloß mit dem Ding darf ich ja theoretisch wieder fahren. Das ist ja wieder kein Problem. Nur wie gesagt, mein Foss hat halt leider Gottes bloß einen 3 Zoll Auslass und keinen 6 Zoll Auslass. Ist so. Und den 3 Zoll habe ich sowas leider noch nicht gefunden. Also muss man halt ein wenig improvisieren und ein wenig selber bauen. Aber wer mich kennt, der weiß ja, dass ich da so ein Narr bin und mache das. Und ja, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich meine, ja, manchmal komme ich ein wenig ins Grübeln, ob ich da überhaupt das Richtige mache. Aber ihr wisst ja, ich habe das fast auch geschafft und habe das ganze Mieslacherfessler in seine Einzelteile zerlegt, Pumpen und alles voneinander gerissen, wo andere wahrscheinlich im Leben nicht noch langer, weil sie sagen, das machen wir lieber nicht. Ja, ich habe das Ding in seine Einzelstückler zerlegt und. Ja. Ich möchte das Ding ja auch mal verwenden. Ja, und wie verwendet man es? Ihr wisst ja, ich habe da eine Jauche. Mieslachen will einmal aus.
Wie verwendet man es vorschriftsmäßig? Ja, entweder mit einem Breitverteiler oder Schleppschlauch. Schleppschlauch ist in Planung. Habe ich auch schon im Kopf, wie ich es mache. Muss ich aber definitiv ganz, ganz viel Lust dazu haben, weil wenn ich keine Lust habe, dann fange ich sowas nicht an. Weil A, weiß ich genau, das war sowieso nichts. Und B, wenn ich keine Lust habe, ja, dann finde ich mich auch nicht neu und dann kann ich nicht drüber bleiben. Wenn ich auch mal Urlaub habe oder was, oder wenn ich auch mal Zeit habe, dann kann man vielleicht auch mal drüber nachdenken, dass man das macht. Aber wie gesagt, das ist was, da muss man auch Lust und Laune und Zeit und alles haben, weil sonst, ja, braucht man sowas nicht anfangen. Na gut, ja, wie gesagt, das habe ich auf jeden Fall gekriegt, das ist die Lieferung für heute, was auch noch dabei war. Schlauchdüllen. Ja, die lege ich mal auf Lache, vielleicht braucht man sie irgendwann einmal, ist ja nicht verkehrt. Und an Flansch, an Neuwertigen. Also der hat scheinbar noch gar nichts gesehen, der ist ja, brandneu. Hätte ich jetzt zwar beides nicht zwingend gebraucht, aber ich habe es mitgekriegt und das ist schön. Weil eigentlich so einen Flansch habe ich mir schon vor einiger Zeit gekauft. Ihr wisst ja, ich habe letztes Jahr mit dem Fass ein wenig experimentiert und das war ein wenig undicht. Und dann habe ich gesagt, das muss ein Deckel drauf. Dann habe ich mir den Deckel da gekauft, der jetzt da drauf geschnackelt ist. Ja, und dann hat sich festgestellt, dass das scheiß Rohr, oder besser gesagt mein Flansch auch, bis er undicht ist und überall Luft reinzieht. Und dann habe ich entschieden, okay, mach mal einen Flansch auch noch. Mein Fass hat ja aber hinten dran keinen Anschluss, wo du quasi jetzt den Flansch einfach drauf schraubst. Sondern mein Fass, das hat ja ein Rohr bis hinten nach und hinten ist ein V-Teil drauf. Ja. Ist irgendwie doof. Wie willst du jetzt dann den Anschluss da drauf machen? Ja, ganz einfach. Das Rohr hinten sauber mit der Flex anschneiden. Und anschließend, ja, muss halt dann ein Adapterstück draufgeschwarzt werden auf das Rohr. Und über dem Adapterstück bin ich jetzt gerade. Da habe ich mir vor einer Kulmbacher Firma ganz, ganz, ganz günstig was gekriegt. Das ist eigentlich zum Rohre abdrücken, abdichten. Das war so ein, ja, runder Platten mit so einem Griff um dran. Also das war der Griff. Und die Rundungen, die waren da außen dran. Und ich schneide jetzt das letzte Stück da auch weg. Die Bohrungen habe ich schon gemacht. Die sind für den Flansch. Die Ecken da, die waren dann noch ein bisschen abgerundet. Da, da. Da und da. Und das schneide ich jetzt, wie gesagt, noch weg. Das brauche ich nicht. Ich habe es schon probiert mit dem Plasmaschneider, aber das Material ist so dermaßen dick. Ja. Irgendwie, ja, der blockt sich. Ich komme nicht drum rum. Plasmaschneider werde ich mit Sicherheit auch brauchen, weil die Platten ist zwar nicht schlecht, aber die Platten braucht eine Bohrung, weil sonst funktioniert mein ganzes Patent ja nicht. Das heißt, da hin rein, da muss noch ein kreisrundes Loch. Nachdem ich aber keinen Bohrer in der Größe habe, bleiben zwei Möglichkeiten. Entweder man dreht das aus, was bei der Materialstärke war kein Spaß ist und recht langwierig ist. Und ja, mein Drehbank, weiß ich gar nicht, ob die das überhaupt packt in der Größe. Oder halt die andere Möglichkeit, Plasmaschneider. Er kommt, wie gesagt, durch. Also da war er schon mal drinnen. Das war mir aber dann doch irgendwie nicht schön genug. Ja, der schmilzt sich halt oder dann durch. Also es funktioniert, es geht. Aber mit der Flex ging es dann doch ein wenig schöner. Deswegen hätte ich auch großen Flächen mit der Flex gemacht, dass das auch ein wenig sauber ist. Das Loch innerher, das muss ich mit dem Plasmaschneider rausschneiden. Und das muss ich halt dann mit dem Stabschleife ein wenig zuputzen. Es war ja aber sowieso auf das Rohr von meinem Fass dann draufgeschwarzt. Also sprich, hast du sowieso irgendwo ein wenig an ungeraden Rand und das war ja eh sauber zugeschwarzt und dann ist es wurscht. Also wenn es da nicht ganz so 100% akkurat ist, ja, dann ist es halt so. War ja, wie gesagt, eh verschwarzt. Ja, da bin ich jetzt auf jeden Fall gerade drüber. Schneiden wir das Ding einmal gut zurecht. Das ist sau erbe, das Material ist der Weg relativ stark, die Flex blocht sich. Aber es ist halt so. Ich meine, ich hätte die Adapterplatten auch im Ganzen nehmen können und hätte es auch mit allverarbeitenden Betrieb gehen können und hätte sagen können, bitte eine Adapterplatte bauen, die für den Flansch passt. Macht mir da mal was. Aber ich sage ja, ich bin so ein Narr, ich mache ja alles gerne ein wenig selber. Und dann probieren wir das. Ich habe ja das Equipment. Cruiser 230 Flex, Allerdiege. Ein Plasmaschneider steht auch da. Der, ja. Ein wenig an seiner Grenzen kommt bei dem Material, aber der wird schon durchkommen. Das dauert halt ein wenig länger. Muss man halt ein wenig langsamer erben.
Ja, desto inner, das ist vom Bekannten. Der braucht die Kupplung gemacht. Naja, vor 2000, also bevor er nicht frucht. Na gut, ja, wie gesagt, schneiden wir das am Ofen an und dann gucken wir mal weiter. Mal Schuh weg. Oh, herrlich. Ziemlich heiße Sache, ne? Ja. Die Schuhspitzen von an den Gummi in Brand gesteckt. Naja, kann passieren. Sind ja Sicherheitsschuhe. Ich weiß schon, warum ich sowas auch hab. Naja, da muss man aufpassen. Ich sag, das Material ist saumäßig dick und die Flex hat ganz schön zerarbeiten gehabt. Aber jetzt ist die Platten schon mal grundsätzlich rausgeschnitten. Jetzt waren die Ecken noch ein bisschen abgerundet. Ja, nur mal gucken. Das werde ich mit der Glanflex machen, das geht, denke ich, ein wenig einfacher. Brauche ich nicht das schwere Monster da rumschlafen. Ja, Ecken ein bisschen zuputzen. Und dann muss ich ja mal den mittleren Ring anzahlen. Und dann muss ich gucken, wie ich den am besten rausschneide. Lust habe ich keine, aber irgendwann muss es sein, weil wenn ich das vor Säuen aufs Eis setzen will, dann sollte ich vielleicht langsam mal in die Gänge kommen. Gülle Silvester war ja so schön, wie man sagt. Naja. Ich habe jetzt zwar noch kein Bedürfnis in die Flächen rein zu fahren, weil ja, wie man sieht, das hat schon wieder geregnet oder Schneeregen gegeben. Es ist nass. Ich muss noch nicht rein, aber wenn es einmal noch ein wenig drucken wird und einmal ein wenig ins Frühjahr rein geht, dann möchte ich vielleicht doch einmal. Und dann wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn das Fessler dann einmal einsatzklar wäre und nicht hinten zum Ansaugflansch seine ganze Flüssigkeit verliert. Ich setze zwar darauf zurück, das war Wasser, was ich da angesaugt habe, und Wasser ist dünnflüssiger wie Gülle, aber ja, es macht sich nicht gut, wenn aus so einem Fass auf der Straße was rausläuft. Deswegen, das habe ich bleiben lassen dann und habe es gleich wieder leer gemacht, weil selbst wenn es bloß Wasser ist, was du auf der Straße verteilst, du machst dich da recht unbeliebt. Ich sag, die Schieber, die sind halt dafür nicht ausgelegt. Ich meine, das Fass ist ja offiziell auch nicht dafür ausgelegt, dass man Wasser fährt. Es ist eins mit Exzenterschneckenpumpen. Ich weiß, dass das der Pumpen nicht gut tut, welche Schmierung und so. Aber es ist halt, wie es ist. Außerdem ist es ja mein Fass und wenn ich es kaputt mache, muss ich es ja wieder ersetzen. Also wenn der Stator kaputt geht, welche mangelnde Schmierung, weil es bloß Wasser war, muss ich ja neuer kaufen. Ich weiß, was das Ding kostet.
Da habe ich mich mit der Firma BSA auseinandergesetzt. Ich weiß, was das blöde Ding kostet. Also, ja, ich greife in die eigenen Taschen. Wenn ich es kaputt mache, muss ich es wieder ersetzen. Also, so viel zu dem Thema. Naja. Ja, jetzt, wie gesagt, muss ich mal gucken, wie ich das Ding lade. Wenn ich zuputze. Und dann werde ich mal schauen, dass ich das Luch anzahle und dann mal rausschneide. Lange braucht man das nicht.
Das ist jetzt ein wenig heiß. Nee, sowas. Nee, sowas. So stelle ich mir das vor. Ja, das war nochmal vom Pressenkolben. Die Ersatzhölzler, die ich aber nicht gebraucht habe, die werden sowieso irgendwann ins Holz geschmissen worden. Und so habe ich es als Unterlegplatz genommen. Ja. Die können aber ganz schön was ab, muss ich sagen. Also. Von der Wetter. Ja gut, den habe ich ein wenig arg massakriert, aber. Ja. Als Unterlegplatz taugen sie alle weg. Ich habe sie nicht gebraucht. Und bevor ich es als Feuerholz schmeiße, kann ich es als Unfall. Ich muss einen Schlüssel nehmen oder einen Hammer, aber wenn es doch so geht, warum soll ich den Hammer massakrieren? Den Rest muss ich eh die Flex machen. Ja, naja, einigermaßen rund ist es. Ob es aufs Rohr passt, weiß ich noch nicht. Das muss ich noch gucken. Kann sein, dass ich es eventuell noch ein wenig vergrößern muss. Und dann sieht man schon. Wie gesagt, das war dann sauber verschwarzt auf dem Rohr und dann, selbst wenn das jetzt nicht ganz kreisrund ist. Also, das ist ein bisschen eierförmig rausgeschnitten, obwohl ich es rund angezogen habe, aber das lässt sich halt. Also, Freihand kriege ich es besser nicht hin. Aber das wird genügen. Wie gesagt, Stabschleife macht den Rest. Ist ein bisschen mühsam. Der Plasmaschneider hat sich schon ganz schön geflucht dahin. Aber wir sind durch. Ja, ich bin gerade beim Viecher machen. Kaffee habe ich vorhin getrunken. In der Halle habe ich noch nicht weitergemacht. Wir haben gerade den Fosswung noch umgeparkt, dass ich morgen den Flansch hinten abschneiden kann und meine Platten dann anpassen. Und ihr hört im Hintergrund da Geräusch. Er kämpft. Er tut sich ein wenig schwerer. Da kommt ein Bulldog. Es lebt. So, meine lieben Freunde, nun haben wir mittlerweile Samstag. Ja, ich bin in meiner Küche, wie man unschwer erkennt. Und es läuft aktuell ein Probelauf für eine Brutmaschine. Ich habe mal einen Brüder mit automatischer Rollenwendung gekauft. Ja,
ist ein Einfuchsgerät. Ich habe überlegt, ob ich mal einen Bruja 3000 kaufe. Die Dinge sind aber ja, relativ kostspielig. So oft war ich selber gar nicht brüten, dass sich das rendiert. Oder ja, gut, man könnte jetzt sagen, es rendiert sich. Ich habe es erst einmal probiert mit einem günstigen. Den habe ich bei eBay gefunden. Ist an sich nicht so verkehrt. Der hat eine Styroporhülle außenrum. Die Box selber ist aber aus Kunststoff, also Styrofor muss man nicht reinigen. Man muss bloß dann Kunststoffboxen reinigen. Ist vom Reinigen her so auch relativ ja, simpel zu machen. Hat einen Lüfter oben in der Haube. Hat ein eingebautes Hygrometer. Hat einen eingebauten Nebler, der quasi über einen USB-Anschluss unten dann ein Wasserinner ja, vernebelt, verdampft. Und ja, hat auch einen Temperaturfühler drin. Wie gesagt, das Ding ist relativ einfach. Ich habe irgendeines von eBay genommen, was man halt irgendwie zugesagt hat. Das ist das Ding da. Ja, wie gesagt, ich weiß, es gibt Besseres wie so ein billig Ding. Und ich weiß, ich riskiere da damit vielleicht, dass die Zwiebel lassen nicht backen oder was der Teufel. Oder dass es nichts wert. Oder, aber es ist ein Versuch. Und bislang muss ich sagen, es läuft auch ganz gut. Ihr seht da die Temperatur. Das ist die aktuelle Ist-Temperatur. Das ist die aktuelle Ist-Luftfeuchtigkeit. Das ist die Soll-Temperatur. Da oben ist jetzt ein kleiner Flammer, der heizt jetzt quasi wieder auf. Der springt jetzt momentan ein wenig. Ich habe ihn gerade mit Wasser befüllt und das war nicht sonderlich warm. Deswegen springt er jetzt so ein bisschen und arbeitet noch, aber das ist jetzt nicht schlimm. Feuchtigkeit ist höher, als ich eingestellt habe. Ich habe 70% eingegeben. Der Nebler ist jetzt nicht aktiv. Ich habe die Wasserkanäle jetzt alle voll. Warum sind die Wasserkanäle jetzt alle voll? Jetzt zeigt mir der Hund den Bruttag an. Wir haben den Bruttag 19 erreicht. Also der 19. Tag ging gestern Abend an. Ich habe jetzt entschieden, dass ich den Rollenwender rausnehme, dass ich die Temperatur ein Stückchen niedriger stelle und die Luftfeuchtigkeit höher stelle. Der war vorher bei 50% Luftfeuchtigkeit und 37,6 Grad. Jetzt bin ich bei 37,2 Grad und 70 habe ich eingestellt, 75, oder? Das ist nicht schlimm, Hauptsache gut feucht. Das ist wichtig, dass die Eihaut schön elastisch und weich bleibt, dass die Zwiebeln dann rauskommen. Ja, ich habe gesagt, das ist ein Gerät mit Rollenwände. Das ist diese Rollenwände. Wie langlebig das ist, ich weiß es noch nicht. Der hat Steckkontakte, den kann ich oben an der Haube dann verbinden. Die ganze Elektrik sitzt in der Haube oben. Also wie gesagt, das ist Styrofor, ist von der Haube getrennt. Ich könnte das Gerät auch ohne das Styrofor verwenden. Das untere Styrofor ist auch bloß um eine Plastikbox rum. Das ist an sich nicht verkehrt. Eigentlich ist das die Verpackung. Du kriegst das in einem Karton geliefert, da ist er in dem eingepackt. Nur diese Verpackung, die soll man auch, das steht explizit dabei, aufheben. Weil die dann als Isolierung nochmal für das ganze Ding ist. Es gibt viele Geräte, die sind ja reines Plastik. Da geht ein Haufen Wärme verloren. Der Bruja 3000 zum Beispiel, die Geräte, die sind aus Styrofor. Die speichern oder die halten die Wärme natürlich deutlich besser, isolieren deutlich besser. Und das finde ich bei dem ja, billig Ching Chang Dong China Dingsbums da eigentlich gar nicht verkehrt. Da hat der Hersteller jetzt sogar mitgedacht, dass er da die Styrofor außenrum gemacht hat. Ja, wie gesagt, Elektrik ist in der Haube. Der Rollenwender wird oben bloß in einen Stecker eingehängt. Und den kann man dann einstellen, in was für Zeitabständen, dass er wenden geht. Die Wendeabstände, wann er wendet, das sieht man da außen. Also er würde jetzt theoretisch, wenn das letzte Licht unten das grüne ausgeht, würde er wenden. Der Wende ist nicht mehr drin, weil, wie gesagt, die letzten zwei doch angebrochen sind. Da soll ich ja nicht mehr wenden. Genau. Also, ich habe auf jeden Fall den Apparat gekauft und habe mir gedacht, naja, muss selber auch Hühner ausbrüten. Ich möchte auch mal Augsburger Hühner. Und ja, Bruteier kriegst du da, sag ich mal, leichter als Hühner, beziehungsweise Hühner sind auch ziemlich teuer. Und ich habe auch gedacht, für selber einmal brüten ist es nicht verkehrt, wenn man was hat. Ich habe einen allerersten Versuch gemacht. Ich habe 10 Hühnereier eingelegt. Muss aber an der Stelle gleich dazu sagen, ich habe die 10 Eier nicht vorher kontrolliert.
Das habe ich nach dem dritten Tag dann nochmal gemacht beim Schieren und dann habe ich festgestellt, ja, du bist ja blöd, hast da kaputt einen eingelegt, da war die Schale schon kaputt. Legt man normalerweise nicht ein, kontrolliert man eigentlich vorher, aber wie es halt so ist, ein bisschen, ach naja, das machst du jetzt einmal und zack, 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 legst die 10 Eier rein, passt schon. Ja. Also das 10. Ei ist rausgeflogen, es waren dann definitiv bloß noch 9. Das lag aber an mir und nicht am Apparat. Das war wirklich meine Schuld. Genau. Ja, die ersten 3 Doch sollst du, wie gesagt, nicht aufmachen. Habe ich dann auch nicht. Am dritten Doch habe ich dann einmal geschiert. Dann hat man schon gesehen, okay, es sind 5 Eier dabei. Ja, da könnte sich was entwickeln. Bei 4 war ich mir nicht sicher. Und das Ahner habe ich, wie gesagt, gesehen, da wo die Schollen, die hat laute Risse außen drin gehabt. Da habe ich mir schon gedacht, okay, also das schmeißt da gleich raus. Das, wenn nämlich in dem ganzen Brutvorgang dann irgendwann einmal es gehen oder was anfängt und platzt auf, dann kontaminierst du dir da innerhalb deinen ganzen Brutapparat und machst dir vielleicht alles kaputt. Deswegen das raus. Naja, dann habe ich gewartet, weil schieren tut man ja normalerweise so um den 5. bis 7. Doch. Es gibt Leute, die können das eher, es gibt Leute, die brauchen länger. Ich habe, wie gesagt, am dritten Doch oder am vierten Doch, muss man eigentlich sagen, wo das schon erkennt, okay, kennt was da. Ich habe dann am siebten Doch nochmal, ja, doch, die 5, die sind gut, die anderen 4, warten wir mal noch. Das eine habe ich deutlich gesehen, das war ein befruchtetes Ei. Da war so ein kleiner Punkt drin, aber da hat sich nichts getan. Also habe ich es noch drin gelassen bis zum zehnten Doch. Habe am zehnten Doch dann nochmal geschiert. Bei 5 Eiern hast du dann ganz, ganz deutlich gesehen, okay, tipptopp, gibt's nichts. Die sind gut befruchtet, da entwickelt sich was. Die anderen 4 Eier habe ich dann raus. Das eine hat sich nichts entwickelt und ich habe es einmal alle aufgemacht. Die anderen 3 waren gar nicht befruchtet. Also, wir haben theoretisch, wenn man so will, 50%, die sich entwickelt haben und 50%, die Ausschuss sind. Wobei davon, von dir 50%, 10% eigentlich auf Maikappen gehen, weil ich ja Kapuzen eingelegt habe. Und wiederum 30% davon, die gar nicht befrucht waren, da kann auch der Apparat nichts dafür. Also ist es eigentlich bloß das eine Ei gewesen, wo ich, naja, es konnte der Apparat gewesen sein. Vielleicht ist da bei der Lagerung was schief gegangen, vielleicht war schon zu lang gelegen. Ich habe keine speziellen Bruteier raus, das, wie gesagt, das war mein allererster Versuch. Naja, ist wie es ist. Ist ja wurscht, 5 Eier liegen jetzt auf jeden Fall drinnen. Nicht mehr auf dem Rollenwender, der übrigens wunderbar funktioniert. Also, der dreht ganz langsam die Eier. Der dreht dann 30 Sekunden und dann werden die Eier schön gewendet. Zack. Wichtig ist bei denen Wenden bloß, dass die Eierspitze so gelegt wird, so gelegt wird, so gelegt wird, so gelegt wird, dass die Eier dann nicht alle in eine Richtung davor wandern. Wenn ich die Spitzen nach außen lege, dann wandern die Eier dann aus und liegen da außen irgendwann an. Lege ich sie noch innen, dann bleiben sie eher in dem Bereich. Wobei es eh wurscht ist, weil man sowieso alle paar Doch einmal aufmacht und kontrolliert, wenn man es nicht eh jeden Doch macht. So, wie gesagt, das Ding, es funktioniert. Innen hier sieht man jetzt schon, oder sieht man es nicht, ich weiß es nicht. Es ist doch gut neblig, die Wand. Also wie gesagt, das ist auch eine Kunststoffbox. Die ist auch mit Styropor verkleidet. Wenn man jetzt da die Hände noch hält, wunderbar warm. Ja, wie gesagt, 37 Grad. Das schwankt ein bisschen. Also wenn die Lade, der bläst das da genau um. Also die Temperatur ist schon ziemlich genau. Ich habe seit der Probe auch mal ein Hygrometer, Thermometer drinnen liegen gehabt. Also wir haben minimale Abweichungen, aber die kann ich verschmerzen. Also ich sage, das ist da in einer Abweichung von 0,2 Grad einmal auf bzw. ab. Ja, zwar natürlich die Profis sagen, ach Gott, das kannst du ja nicht machen, das kannst du ja nicht machen. Also bislang funktioniert's. Ich werde sehen, wie das Endergebnis ist. Natürlich gibt es immer bessere Geräte wie dieses. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wer das nötige Kleingeld hat und sich so ein Gerät kaufen will und wer es dann halt dementsprechend oft verwendet, für den macht es Sinn. Für mich macht es, ja, im Moment noch keinen Sinn. Vielleicht in Zukunft dann, dass ich mir mal noch einen anderen anschaffe. Ja, wenn ich Taschenlampen habe, dann kann ich euch einmal noch da, falls man was erkennt, da Licht machen. Also, ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt was erkennt.
Es liegen jetzt, wie gesagt, 5 Eier drin. Die liegen jetzt auf der Schlupfharde unten. Das sind von meiner Hühne, also sind keine speziell Kaften. Genau. Die liegen jetzt da. Ab und an sieht man mal, dass die Eier so ganz leicht zittern. Also so sich ein wenig bewegen. Es ist Leben drin. Ich habe es auch vorhin noch einmal geschiert, ein letztes Mal. Eine Kontrolle gemacht, dass auch wirklich alles in Ordnung ist, dass ich keine kaputten Eier reinlege. Und die Eier sind tipptopp in Ordnung. Die Küken leben, oder die Embryo, oder ja, es sind ja fast Küken. Die leben, die da drinnen sind. Es wird sich bewegt, es wird gewackelt. Ja, warten wir es mal ab. Wie gesagt, Schlupf ist theoretisch die Zeit von ja, Sonntagabend bis, ich sag mal, Dienstagmittag. Dann müssten sie geschlüpft sein. Ich habe es ja, wie gesagt, dann an Abend eingelegt. Das heißt, der 20. Bruttag, der beginnt heute Abend um ja, kurz vor 6. Endet morgen Abend um kurz vor 6. Dann beginnt morgen Abend kurz vor 6 der 21. Tag. Und Hühnereier haben so ja, plus minus 1-2 Tage. Den 21. Tag muss es schlüpfen. Es selten, dass er mal eher kommen, eher, dass es vielleicht einmal doch länger dauert. Dann schauen wir jetzt einfach mal, ob das was wird. Und wenn es was wird, ist gut. Und wenn es nichts wird, ja, das wäre natürlich ärgerlich, aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal irgendwann eine Brut gemacht hat, eine Kunstbrut. Es kann immer mal was sein. Steckst da nie drin. Schauen wir einfach mal. Ja, und wenn wir schon da in der Küche sind, ich habe mir das habe ich schon lange mal machen wollen. Ich habe die Zwiebel, wenn du Kunstbrut machst, hast du ja keine Glucken, die sich draufsetzt. Dann hast du keine Glutzhenner, die auf deiner Eier drauf hockt und die Eier ausbrüht und die Zwiebel dann wärmt, wenn sie einmal geschlüpft sind und die sich dann drum kümmert. Da brauchst du ja dann, wenn du eine Kunstbrut machst, irgendwie eine Wärmequelle und dann Käfig, wo du zuerst einmal unterbringst. Käfig habe ich, ist ein alter Meerschweinlerkäfig. Oder Hosenkäfig, da kommen sie rein. So die letzten Jahre schon immer gut funktioniert. Die werde ich in die Kellerküchen unterstellen. Und Wärmequellen habe ich normal immer genommen, Rotlichtlampen. Rotlichtlampen funktioniert, hat aber einen großen Nachteil. Die frisst einen Haufen Strom. Du hast da 150 oder 200 Watt Rotlichtbahn. Und die braucht natürlich 150 oder 200 Watt. Und wenn du die dann brennen lässt, und die musst du ja ein paar durchbrennen lassen, bis die ja mal so viel Körperwärme selber entwickeln, dass er keine zusätzliche Wärmequellen braucht, dann läppert sich der Stromverbrauch doch gewaltig. Das ist einfach so. Und in der aktuellen Zeit, der Strom oder allgemein die Energiepreise gehen ja durch die Decken. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das merkt ja jeder, wenn er eine Tankstelle geht oder wenn er seine Rechnung kriegt. Ja, ist alles teurer geworden. Und deswegen habe ich gedacht, du musst da mal noch eine Alternative gucken. Scheiß Rotlichtlampen, die fressen so viel Strom. Ich habe auch mal Infrarotlampen gehabt, die hat da war irgendwas um die 100 Watt gebraucht. Und das ist alles, wie gesagt, auf Dauer natürlich schon ja, doch kostspielig. Ja, wir haben ein Solaranloch, aber trotzdem, das Ding, das läuft auch nachts und es frisst Strom und frisst Strom und frisst Strom. Deswegen habe ich gefunden, im Internet eine ja, künstliche Glucke, sagt man da. Das ist ein Wärmeplatten, ein elektrischer Wärmeplatten. Die kann ein Strom, also eine Steckdose reingesteckt werden. Braucht 38 Watt. So stützt sie gut. Die habe ich mir gekauft. Habe dazu gleich noch den Regler da gekauft. Dann kann man die Temperatur ein bisschen runterregeln. Und die hat verstellbare Füße drauf. Die kann ich jetzt quasi dann da weiter rausziehen und die Arretierung lösen. Dann geht das ganze Ding tief hinunter, dann war der Abstand da kleiner. Oder ich kann es auch, wenn die Zwiebeln dann einmal wachsen, ein wenig weiter aufstellen. Es ist so gedacht, die sollen Körperkontakt mit dem Gerät haben. Das ist unten, wie gesagt, der Metallplatten. Die wird warm, nicht heiß, also keine Angst, die werden da nicht gebraten oder so. Das wird warm. Und da können auch die Zwiebeln sich dann drauf aufwärmen. Und das Ding, das, wie gesagt, das ist höhenverstellbar. Ich habe da so eine Arretierung, die muss ich ziehen. Und dann kann ich das Ding ja, tiefer oder höher stellen. Das geht natürlich mit einer Hand jetzt gerade ganz beschissen.
Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der Regler ist dafür da, mit dem kann ich dann die Wärme noch ein wenig runterstellen, weil viele haben das Problem, was man im Internet so liest, du hast das Gerät, du hast Zwiebeln und du stellst das ziemlich nah runter und die Zwiebeln liegen aber alle außen rum, also da wie auf dem Bild jetzt da, die liegen alle außen rum, weil es ihnen drunter zu warm ist. Dann musst du das Ding höher stellen, dann gehen sie auch drunter, dann hast du aber bloß strahlungswarm und keinen Körperkontakt mit den Zwiebeln. Was auch funktioniert, aber halt nicht so schön ist, vor allem du brauchst halt dann die 38 Watt voll. Dafür ist der kleine Regler da. Das Ding ist da. Der wird zwischengeschaltet, gibt es auch fertig mit so einem Ding. Und ja, da kostet du deine Wärme ein wenig runterdrehen, kostet dann drunter langer und wenn es passt, naja, dann ist prima. Oben drauf ist dann ein Haum, die sollte viel gut sein, dass wenn sie dann größer werden und da drauf rumhupfen, dass sie nicht alles verscheißen. Mal schauen, wie das Ding funktioniert. Da kann ich euch dann die Erfahrungen dazu sagen. Habe ich mir, wie gesagt, gekauft. Die Dinge gibt es auch im Internet. Wärmeplatten für Küken eingeben oder dann finden wir sowas. Ich habe halt, wie gesagt, noch eine Alternative geschaut. Ja, wenn ihr sich jetzt fragt, warum macht man dann überhaupt ein Kunstbrut, wenn man da dann Wärmeplatten und ein Brutapparat und über den Strom regt man sich auf und. Ganz einfach, wenn man Hühner haben möchte und man hat schon ein paar, natürlich legen Hühner Eier. Das ist so. Und es ist immer schön, wenn du einen Glutzerner hast, weil die kümmert sich von vornherein drum, die weiß, was für die Küken das allerbeste ist. Die zeigt ihnen alles, wie sie zurechtkommen in ihrem Leben. Keine Frage. Nur in der Natur ist halt leider so, du hast nicht immer eine, die glutzen tut. Ich habe letztes Jahr eine gehabt, die hat ja auch 4 Zwiebeln hochgebracht. Die war ja von Mai bis August im Nest drin gehabt. Das ist eigentlich viel zu lang. Da hat mir die Henne auch extrem leid getan. Ich habe ihr dann auch irgendwann einmal die Eier weggenommen. Nachdem sie ein paar Zwiebeln gehabt hat, habe ich ihr die Eier weggenommen, dass er nicht mehr vorne drauf hockt. Aber die wurde rigoros. Und so eine Henne, die hast du halt, wie gesagt, nicht oft. Gerade in der heutigen Zeit, viele Hühnerrassen sind so dermaßen, ja, ich sag einmal, überzücht. Die wissen gar nicht mehr, wie man brüten tut. Und wenn du dann Zwiebeln haben willst und wartest drauf, dass du mal einen Glutzerner hast, wenn du da Pech hast, dann kannst du warten, bis die Henne irgendwann einmal vom Stängel fällt und die hat trotzdem nicht geglutzt. Warum? Weil sie es einfach nicht können, weil sie auch nicht wissen, wie es geht. Und dafür gibt es, wie gesagt, dann die Kunstbrut. Klingt immer blöd, aber das ist halt, wie gesagt, wenn du Hühner küken willst und wenn du Hühner selber aufziehen willst, vor Grund auf, dass du sagst, du weißt, wie sie ernährt worden sind, du weißt, wie es ihnen geht. Du kannst zum Beispiel dann auch selber entscheiden, okay, ich habe jetzt Hähne dabei. Und die Hähne, die füttere ich jetzt und die Hähne, die finden auch vielleicht auch mal einen Platz oder ich tue mir es auch selber mästen und wenn sie alt genug sind, dann kann ich sie auch mal schlachten und essen. Das kannst du halt, wie gesagt, auch alles selber bestimmen. Wie gesagt, das ist halt der Sinn und Zweck hinter der Kunstbrut, dass du da der Natur ein wenig Strich durch die Rechnung will ich nicht sagen, aber dass du selber ein bisschen agieren kannst. Der Vorteil ist, wir haben jetzt aktuell Februar. Die Eier sind jetzt kurz vorm Schlupf. Wir haben heute den 12. glaube ich. Ich sage einmal so, es ist relativ früh im Jahr. Warum macht man das zum Beispiel so früh? Ja, Mai früher, da haben es die Großeltern zum Beispiel gemacht. Die haben die Zwiebeln dann in so einen alten Küchenofen drin gehabt, in so einen alten Backofen unten, wo es immer so leicht warm war. Und da sind die aufgezogen worden, sind gewachsen. Warum machst du das so früh im Jahr? Je früher du im Jahr mit den Küken anfängst, musst du zwar ein bisschen Energie investieren für Wärme und. Aber die sind bis zum Sommer normalerweise schon relativ weit, dass du sagst, so im, ja jetzt, wenn wir Glück haben, vielleicht im Juni, Juli oder auf August zu, dass er dann einmal das Eierlegen schon anfangen. Deswegen macht man das dann unter anderem. Ich meine, gerade die Grusenbetriebe, die Kükenaufzucht allgemein machen, für die richtigen Eierbetriebe, die sind darauf angewiesen. Die können auch nicht sagen, wir müssen alles mit einer Glutzhenner machen.
Das wird nie funktionieren, weil dann kriegst du nie so die Mengen zusammen. Wie gesagt, ein großes Problem ist, viele Hähne, die können das gar nicht mehr. Die sind da einfach wirklich zu blöd, oder das ist ihnen abtrainiert, dass sie auf die Eier hocken bleiben. Man, wir wissen auch, dass ein Hähne in einem Legebetrieb drin, dass die sich auf ihre Eier drauf hockt und da stundenlang drauf hockt, beziehungsweise die Legebetriebe sind so gebaut, dass die Eier eh wegrollen, da hat es auch gar nichts, wo sie auch drauf sitzt. Und ja, wenn du dann einmal irgendwo Hähne kriegst, dann sind das oft irgendwelche Ablecher da vor, die das auch nicht können. Und ja, deswegen eben so. Schauen wir einfach mal, ob es was wird. Ich halte euch da weiter auf dem Laufenden. Ich habe schon wieder viel zu viel gequasselt. Ich will eigentlich am Fass unten weitermachen. Zeitwärts. Und ja, dann sehen wir uns noch ein wieder. So, mittlerweile ist Samstagabend und ich stehe wieder oben beim Stall. Und einmal Fessler steht wieder oben beim Stall. Ja, wir haben noch ein bisschen Arbeit. Ein wenig muss da. Es ist vollbracht. Der Flansch ist gebaut. Sieht man da. Also, das ist diese Adapterplatte, die ich jetzt gebaut habe. Ja, die ist noch frisch, weil die habe ich mit Zinkspray behandelt. Ist das nicht gleich weggammelt. Adapterplatte, dazwischen ist eine Gummidichtung vor dem Wasserer. Das ist dann der eigentliche Stutzen mit Flanschplatte. Und da ist ein neuer Deckel, weil der alte Deckel einfach nicht dicht gehalten hat. Der Deckel, wie gesagt, ist neu. Hat einen Schnappverschluss, ein M-Teil nennt sich das Ding. Also die Dinge da, die nennen sich M-Teil. Und das da, das nennt sich V-Teil. Muss man sich wahrscheinlich bei jeder Form so vorstellen. Naja, ist auf jeden Fall auch neu. Den haben wir ein wenig geändert. Der originale Griff ging hinten aus so daher. Und ich habe ihn jetzt um 90 Grad gekröpft. Und mein Bruder hat es mit dem Wickschwaßgerät schön verschwaßt. Ich habe jetzt dann das Ganze da ein bisschen ja, eingenebelt. Der wurde zwar da noch schön verzinkt, aber er hat ein paar Schrammer gehabt vom ja, Rumklopfen und Biegen und Machen und da. Und dann lieber ein bisschen was drauf, dann hält es vielleicht ein bisschen länger und ist nicht gleich weg. Ja, von der Bedienung her, das geht auf jeden Fall. Komm es schon lang? Ja, könnte ich. Das geht auf jeden Fall. Was halt dann so gemacht und so. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Statzt nicht so weit hinten aus. Ja, und der Flansch sollte hoffentlich dicht sein. Das ist einmal eine Aktion, die muss man halt dann einmal mit dem Fosswogen ausprobieren, wenn ich einmal ansaufe. Was jetzt dann einmal demnächst noch ansteht, das sind die Raven. Also an denen ist jetzt nichts passiert, das sind noch die alten. Das sieht man schon. Also, wenn man sich die so anguckt, ich weiß nicht, ob ihr die Risse so erkennt. Das läuft da hin und rum, da ist alles gerissen. Die sind da toll porös, gehen wir halt immer mit näher noch. Wenn du da Wasser reinfüllst, oder wenn du das Fass füllst, dann fangen die das Walken an und die Risse, die klaffen dann so richtig auf, die gehen so weit auf. Und das ist nicht schön, das macht keinen Spaß. Und bevor ich mit dem Fass auf der Straße rumfahre und es tut da mal ein drüben Schlauch und mir wächst links und rechts die Schläuche raus und ich habe dann ein Fass, das nur noch auf der Felge fährt und das vielleicht mit 3,6 Kubikmeter ja, Odel misslachen, das ist kein Spaß. Deswegen, da kommen dann die drauf. Ja, zwecks Breitverteiler habe ich noch nichts gebaut. Da muss ich dann erst einmal was organisieren. Und wie gesagt, die Reifen da, man sieht schon, da ist hier nichts rissig, gar nichts. Die sind auf dieser Fläche hier noch tipptopp. Ja, es sind gebrauchter, aber die sind da noch tipptopp. Da innen haben sie ja, Dreck. Ganz viel Dreck. Da haben sie ganz, ganz, ganz hauchfeiner Rissler. Aber das ist wirklich ja, irrelevant, kann man sagen. Das sind dicker. Die sind wirklich saumäßig dick. Die sind stabil. Ja, ich denke, mit denen habe ich dann lang Freude und viel Ruhe. Es muss nicht immer alles neu sein.